Und Armin Zögerler, der hat definitiv die Kraft und auch die Größe, um das zu verändern, was Lucy gerade passiert ist. Er muss einfach nur schnell bleiben. Matze, wie sieht's aus? Ja, Armin Zögerler ist natürlich Italiener. Er ist quasi der Fiat 500 unter den VOC-Sportlern. Zuletzt ja eine Bronzemedaille bei Olympischen Spielen. Und Armin, ich habe gelesen, du gehst zur Entspannung gerne mal auf die Jagd. Du kannst jetzt richtig entspannen, weil du kannst den Hackelschorch jagen. Ganz genau, das wird ein Vergnügen sein. Aber ich habe gesehen, seine Fahrt, das war wirklich ein Höllenritt und muss wirklich aufpassen, dass es mich nicht dreht. Und ich werde mein Bestes geben. Ist die Bahn wirklich, wirklich gefährlich? Also wir haben es ja gerade bei Lucy gesehen. Also das ist da schwer, die Kontrolle zu bewahren. Oder ist das für dich als ja, Profi, sage ich mal, kein Problem? Na, selbst für uns ist es auch schwierig, die Kontrolle zu halten über den VOC und so weiter. Aber bin gespannt jetzt, wie es geht. Es geht immerhin um den Weltmeistertitel im VOC-Einzel. Du bist ja genauso wie Markus Lanz aus Südtirol. Deswegen würde ich einfach mal sagen, top. Die Wette gilt. Möchtest du vielleicht an deine Fans in Italien, es werden viele Zuschauer noch ein Wort loswerden, auf Italienisch vielleicht? Ja, mi potete tenere la mano e tutto quanto mi fate il tifo tutti gli italiani. Er hat eine Lasagne bestellt und damit gute Fahrt. Tja, der Unterschied zwischen Markus Lanz und Armin Zögerler, er kann hier wenigstens eins richtig, nämlich in einem Eiskanal schnell runterfahren. Er ist ja im Herbst seiner leistungssportlichen Karriere, im Spätherbst. Und wird das jetzt der krönende Abschluss? Er hat sich schon von einigen Rodelbahnen der Welt verabschiedet in diesem Winter. Dann nochmal die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Also, das wird jetzt sehr, sehr spannend. Ja, und da spielt natürlich auch diese Erfahrung des Georg Hackel im VOC-Sport eine große Rolle, dass der das mit diesen veränderten Bahnbedingungen gut runtergebracht hat. 6/10 allerdings noch die Führung für Armin Zögerler. Danach kommt noch Joey Kelly und Zögerler lag ja nur rund 3/10 hinter ihm. So, jetzt auch wichtig, die Ausfahrt aus dem 4. S. Relativ gut gemeistert im Vergleich zu Lucy, aber trotzdem Bandkontakte links und rechts. Auch Zögerler, 2/1000 ist er hinten und 89,6 Kilometer pro Stunde. Hat nicht die Geschwindigkeit von Georg Hackel. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich noch weiter zurückfallen, Zögerler. Der alte Konkurrent aus den aktiven Zeiten von Georg Hackel. Und jetzt weiß er es schon, eine halbe Sekunde und mit diesem Geschwindigkeitsverlust für den Italiener nicht mehr aufzuholen. Zögerler wird hinter Hackel liegen, auf dem zweiten Rang, da wird nichts mehr anbrennen und genau so ist es. 59,735, immerhin noch eine Zeit unter einer Minute, aber die Gesamtfahrzeit 1,2 Sekunden Rückstand. Auch Zögerler musste da mit der schneller werdenden Bahn kämpfen und hat am Ende gegen die Bahn verloren. Im ersten Lauf noch vorm Hackel gewesen, aber jetzt zu viel kleine Fehler, Sie sehen's. Die Gehkräfte schieben ihn von einer zur anderen Seite, gerade in den Kurven, die Ausfahrten passen nicht mehr, auch das hat nochmal gekostet. Und wir sahen es schon im Kreisel an der Geschwindigkeit, dass das nicht reichen wird, den Hackelschorsch zu schlagen. Armin Zögerler also, eine Medaille steht fest, welche Farbe wird sie haben?